Moin zusammen, Freunde. Jo, willkommen zum neuen Video. Und jetzt gibt es noch ein kleines kurzes Update für eine Offline-Empfehlung quasi. Ich kaufe ja eigentlich meine Autopflege bei Waschhelden online, bei Kfz-Teile manchmal so ein paar Sachen, klar. Mehr in den technischen Bereich, wenn es um so Bremsen oder solche Teile zum Beispiel geht. Oder meine Reifen ja jetzt zuletzt beim Auto. Und natürlich bei Amazon. Und jetzt wurde ich aber vom Kumpel, dem Juli, darauf hingewiesen, dass bei Rossmann in der App und auch hier offline mit diesem Gutschein einen Rabatt gibt für das genial gute Waschmittel. Und da bin ich mit dem Rennrad jetzt mal gerade eine Runde hingefahren. Hab ich mir geholt. Ja, war nicht ganz bequem, den Rucksack hier damit auf dem Rücken zu haben, aber hat sich gelohnt. Ich habe hier drei Fläschchen besorgt. 2, 3 und natürlich auch noch was für den Mann selbst. Eine kleine Flasche Dusch, das. Also alles dabei und natürlich pH-hautneutral. Ja, also wenn man das in Relation sieht, was ich so für die Pflege und alles kaufe, fürs Auto und dann für mich, ist das wieder irgendwo ein bisschen komisch, aber gut, passt so. Ja, wo habe ich die Quittung? Guck mal drauf, was das gekostet hat. Also ich wäre jetzt, weiß Gott, nicht gefahren, wenn das nicht sich so gelohnt hätte, aber zurzeit, ich weiß nicht genau, bis wann der Gutschein gilt. Ihr müsst mal diese Rossmann-App runterladen. Nein, ich bekomme von Rossmann leider kein Geld dafür. Das ist wirklich ein Insider-Tipp jetzt. Ich habe bezahlt, jetzt lasst mich mal hier gucken, per Volt Sport. 3,19 Euro kostet normal. Dann sind hier 2 Euro runtergegangen. Scheiß Fokus hier wieder. So, dann sind 2 Euro runtergegangen, macht 9,57 Euro, macht 7,57 Euro, also 7,50 Euro. Und dann sind nochmal 88 Cent, gibt es nämlich noch 10% Rabatt, gibt es auch noch in dieser App, diesen Gutschein. Nochmal 88 Cent runtergegangen, allerdings auch hier dementsprechend 12 Cent, also sind das hier vom Shampoo 12 Cent, was waren es hier? 88. Also nochmal 70 Cent runter, was waren das gerade? 59. 7,50 Euro, also 6,80 Euro, also kosten die irgendwas um die 2,20 Euro, 2,30 Euro, so 2,25 Euro, irgendwie sowas um die Kante. Und Normalpreis haben die, da steht es auch, 3,19 Euro. Also das ist auf jeden Fall eine super geile Preisansage hier für das super Shampoo. Shampoo sage ich die ganze Zeit. Waschmittel, was ich euch ja schon empfohlen habe und getestet habe. Also ich benutze jetzt eigentlich gar kein anderes mehr. Geruch ist angenehm, für die Sportklamotten auch optimal. Also von daher jetzt kann man es der Freundin und der Frau auch ganz gut anpreisen. Also es ist ein wirklich super geiles Zeug, kann ich euch nur empfehlen. Ja, was mir in dem Sinne da auch noch so ein bisschen am Herzen liegt, manchmal wird so ein bisschen gesagt, ja, ich versuche hier immer die Amazon-Links und sowas zu pushen. Das mache ich einfach aus dem Grunde, weil ich meine Sachen eigentlich zu 99,9% online kaufe, was geht. Das ist halt bei mir einfach so, da muss ich nicht raus, da muss ich nicht irgendwo hinfahren. Hier auf dem Land hat man noch nicht alles direkt vor Ort und dann lohnt sich das für mich halt gar nicht. Ne? Deswegen finde ich, ist das halt der einfachste Weg. Wird ja auch oft gefragt, ja, wo kann ich denn so Autopflege offline kaufen? Kein Plan, ganz ehrlich, mache ich auch nicht. Gibt es auch nicht die Auswahl und deswegen kommt das für mich nicht in Frage. Das mit der Per-Woll-Aktion hier war jetzt wirklich eine Ausnahme, weil es halt super günstig im Angebot war. Und dann dachte ich mir, das kann ich mal mitnehmen, das ist dann ganz in Ordnung. Ne? Ja, und was für den Herrn selbst, damit bin ich versorgt. Das geht für die Haare, das geht für die Eier, das geht für alles. Also das vom Allerfeinsten. Ja, ansonsten, mein Bike läuft wieder. Ich fahre so selten zurzeit und ja, Gerold Steiner natürlich dabei. Ich werde das so oft sagen, bis irgendwann Gerold Steiner mich sponsert. Da hätte ich wirklich Bock drauf, Leute, dass Gerold Steiner mir was zur Verfügung stellt. Das wäre richtig cool. Ja, kann auch mal kurz ein bisschen teasern. Ich habe, ja, das ist ein Sponsoring. Ich habe von Kärcher was zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind mehrere Kartons, die Videos dazu folgen und Dam, dam, dam. Und hier drüben steht auch noch einer. Da noch eine Waschheldenbestellung. Und da ist noch mal eins von Kärcher. Also das ist einiges. Dann habe ich mir auch noch neu geholt. Jetzt ganz frisch heute angekommen. Können wir auch mal kurz reinschauen. Alles gerade nicht so geplant, aber machen wir trotzdem. Die Meguiars Tasche, die finde ich gar nicht mal schlecht. Die ist ganz cool. Hat man hier ein großes Fach, wo einiges reinpasst. Da habe ich nämlich die gesamte Bestellung reingeknallt. Und hier vorne auch noch mal so ein Taschenfach. Also wer noch eine Tasche sucht, die ist ganz brauchbar. Dann habe ich mir geholt, schön das Wachs, Ultimate Wash and Wax, also das Shampoo mit Wachsanteilen, Supreme Shine, paar Mikrofasertücher, die kann man immer gebrauchen, das geht immer. Noch ein Waschhandschuh kann ich auch immer gebrauchen, ich wasche zurzeit so viel und komme quasi mit der Waschmaschine nicht hinterher und deswegen dachte ich mir, dann geht das einfacher.
Megawires Watermagnet, einfach ein super Klassiker, kann man auch immer gebrauchen. Dann, ganz neu, jetzt von Megawires, dieses Jahr rausgekommen, steht es auch new, Hot Shine Reflect Tire Shine. Ist sehr ähnlich, wie ich gehört habe und gelesen habe, zum Reifenauffrischer Endurance Tire Gel. Allerdings hier in der Aerosolflasche zum Aufsprühen. Hält dementsprechend natürlich nicht so lange, aber soll auch eine ganz gute Standzeit haben. Muss ich demnächst mal testen. Und last but not least, auch noch hier von Megawires aus der, schön wie wir das geprägt haben, das Ultimate Leather Balm. Also eine wirklich ganz sanfte Pflege für das Leder. Ja, dachte ich, die nehme ich auch noch mit. Also eine kleine Bestellung. Ja, um das vorwegzunehmen, was ist in den Kärcher Sachen drin? Zwei Hochdruckreiniger und noch ein Staubsauger. Werde ich testen, kommen demnächst die Videos. Ne? Und ansonsten Regal ein bisschen, ja, ich muss endlich mal wieder aufräumen. So viel, was hier durch die Gegend fliegt und nicht aufgeräumt ist. Jo, dementsprechend, ich hoffe, das kleine Update-Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich ein bisschen Vloggen so in diesem Style hier machen soll, sagt Bescheid, ist ja immer wieder was los. Oder ich kann ja mitnehmen, wenn ich mit dem Rennrad wieder eine Runde unterwegs bin. Mein Esel, der hat jetzt auch schon seine... 2017 haben wir schon, ja, hat das schon 13 Jahre auf dem Buckel, das Teil, aber das läuft noch so gut. Damit bin ich schon so viele 10.000 Kilometer in den Jahren gefahren. Macht auch immer wieder richtig Bock. Und ja, ich bin am Überlegen, mir gerade ein neues Bike zu holen. Wenn ich darüber mal was machen soll, schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Also, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.